Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. In meinem letzten Video haben wir einen veganen Braten gemacht und ich habe euch versprochen, dafür noch eine schöne Soße zu machen. Das Video zeige ich euch heute und ich verspreche euch, ihr werdet verdammt überrascht sein von dem Ergebnis dieser Soße. Ich selber war sehr überrascht, muss ich gestehen. Sie ist wirklich sehr gut geworden und sie hat ein paar Zutaten, die ihr in anderen Rezepten nicht finden werdet, die aber wirklich wichtig sind, um der Soße ein bisschen Tiefe und einen besonderen Geschmack zu geben. So, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, wir haben für die Soße ein bisschen Sellerie. Genaue Rezept findet ihr wie immer unter dem Video. Karotten, Zwiebel, da verstecken sich ein paar Knoblauchzehen. Das ist erstmal in jeder Fleischsoße genauso drin. Und dann nehme ich für ein bisschen Körper Champignons. Die sind nämlich ein natürlicher Geschmacksverstärker. Dann ein bisschen Paprika, eine Paprika in kleine Würfel geschnitten. Auch die verleiht der ganzen Sache so ein bisschen noch eine andere Dimension, dass das nicht nur nach Gemüsebrühe schmeckt. Dann habe ich an Kräutern hier etwas Rosmarin, Thymian. Wir werden nicht den ganzen Thymian nehmen, so zwei, drei Stängel mehr nicht. So, dann brauchen wir natürlich Salz und Pfeffer. Dann habe ich hier ein wenig dunklen Balsamico. Nicht zu viel, ungefähr 3 Esslöffel. Und ein ganz klein bisschen, 1 Esslöffel Sojasauce. Auf keinen Fall mehr als das nehmen. Aber auch das gibt der Soße noch mal ein bisschen extra Körper. Denn die Sojasauce besteht aus fermentierten Sojabohnen. Und da entstehen noch mal Geschmäcker, die unserer Soße auf jeden Fall weiterhelfen werden. Was ich fast noch vergessen hätte, was nicht fehlen darf, ist Tomatenmark. Konzentriertes Tomatenmark. Denn auch das ist ein natürlicher Geschmacksverstärker und darf in einer dunklen Soße nicht fehlen. Zum Auffüllen habe ich hier noch etwas Gemüsebrühe, etwa einen halben Liter. Und was auch noch einen sehr guten Geschmack, das mache ich auch bei Fleischsoßen gerne mal rein, ist ein Sternanis. Das Gemüse habe ich hier relativ klein geschnitten. Das hat zwei Vorteile. Der eine ist ungefähr 1 cm mal 1 cm. Ich koche eine Soße, die nur aus Gemüse besteht, koche ich nicht so lange. Ja, ungefähr eine halbe Stunde, maximal eine Dreiviertelstunde. Alles, was darüber hinausgeht, macht keinen Sinn, denn dann ist der Geschmack einfach raus. Ja, die wird nicht besser, wenn ich das 3 Stunden koche. Bei einer Fleischsoße muss ich das 3-4 Stunden kochen, mindestens, um den Geschmack aus dem Fleisch zu kriegen. Dann schneide ich das Gemüse aber viel, viel gröber, damit das eben nicht zu schnell verkocht. So, und deswegen schneide ich hier die Zwiebeln auch einigermaßen klein. Ich mache das jetzt hier in dem Fall in Streifen. Ein zweiter Vorteil ist ganz einfach der, dass wenn wir das kleiner schneiden, haben wir ein bisschen mehr Fläche, die wir bräunen können. Das heißt, wir haben nachher mehr Röstaromen in unserer Soße. Und die brauchen wir auch. So, die Pilze, die schneiden wir hier in kleine Spalten runter. Solltet ihr nach Möglichkeit hier nicht waschen, sondern einfach den Sand mit einem Tuch abtupfen. Denn sonst bekommt ihr da keine schöne Farbe ran, weil die sich einfach voller Wasser saugen. Knoblauch, den drücke ich nur ein bisschen an. Machen wir gleich mit der Schale rein. So, ich gebe jetzt in eine Pfanne oder in einen Bräter, was ihr eben zu Hause habt, guten Schuss Öl rein. Ich nehme in dem Fall Sonnenblumenöl. Und dann fangen wir auch gleich an, unser Gemüse reinzugeben. Und dann lasst es ruhig ein bisschen in Ruhe runterdrehen, etwa auf mittlere bis 3/4 der Hitze. Und dann langsam dem Ganzen schön Farbe geben, schön karamellisieren. Sollte halt nur nicht anbrennen, denn dann wird es bitter.
Wenn ihr merkt, das Gemüse brät gar nicht mehr richtig, dann dreht einfach die Hitze wieder höher. So, wenn das Gemüse gut Farbe genommen hat, das kann gut und gerne eine Viertelstunde dauern, da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Man muss nur wirklich aufpassen, dass man die Zwiebeln nicht verbrennt, das geht meist recht fix. Aber man darf auf jeden Fall auch nicht zu wenig rösten, denn sonst habe ich keinen Geschmack. Dann gebe ich das Tomatenmark dazu, so 1,5 Esslöffel ungefähr. Und da kriegen wir jetzt einen Großteil unserer Farbe her. Das müssen wir jetzt wirklich gut mitrösten. Durch das Rösten verliert es im Übrigen auch den säuerlichen Geschmack. Aber auch hier müssen wir wieder aufpassen, dass wir das nicht verbrennen. So, dann lösche ich das einmal ab mit ein wenig Wasser oder Brühe. Das ist eigentlich egal. Nur damit wir einmal dieses Tomatenmark überall auf dem Gemüse verteilen können. So, jetzt rösten wir das Ganze nochmal und den Vorgang wiederholen wir zweimal noch. Die Pilze, die brate ich gleich separat nochmal in der Pfanne an. Das Ganze fülle ich mir nachher gleich in einen Topf um. Ja, hier seht ihr jetzt, hier hängt es schon an. Das Ganze wiederholen wir nochmal. Und den Knoblauch können wir jetzt auch dazu geben. Wenn das Ganze schön angeröstet ist, dann fülle ich das in einem Topf um. So, dann lösen wir natürlich hier ganz wichtig unseren angerösteten Bratensatz ab. Wichtig, dass wir da alles mitnehmen, denn da steckt Farbe drin. So, das gebe ich auch zu unserem Gemüse. Und dann nehmt ruhig die gleiche Pfanne, macht noch einen Schuss Öl mit rein. Außer natürlich, sie ist jetzt super verbrannt und verklebt. Dann solltet ihr sie kurz sauber machen. Aber ich habe hier eine beschichtete, das ist eine Alugusspfanne, die ist wirklich super. Da bleibt so schnell nichts hängen und sie speichert die Hitze super. Perfekt für sowas. Verlinke ich euch im Übrigen unter dem Video nochmal. So, die Pilze braten wir jetzt einfach auch an, so dass sie schön Farbe haben. Bis jetzt habe ich noch nichts gesalzen, solltet ihr auch nicht tun, damit kein Wasser rausgezogen wird aus dem Gemüse, denn das erschwert das Bräunen von dem Gemüse natürlich. So, wenn die Pilze Farbe haben, dann geben wir unseren Balsamico dazu. Das hättet ihr auch bei dem Gemüse eben machen können, das ist im Prinzip egal. Wichtig ist nur, dass wir den Essig komplett wieder einkochen, damit er die Säure verliert. So, jetzt haben wir hier schon jede Menge Farbe. Die Pilze wandern jetzt auch in unseren Topf. Jetzt spüle ich natürlich das hier noch aus, was hier an Geschmack drin ist. Und dann geht es auch
in den Topf. So, das reicht jetzt natürlich nicht ganz an Flüssigkeit. Ich werde jetzt einfach hier noch ein bisschen mit Wasser auffüllen. Wenn ihr noch mehr Gemüsebrühe habt, dann nehmt die. So auffüllen, dass das Gemüse gut bedeckt ist. Jetzt geben wir noch unsere Sojasauce dazu. Auch das gibt natürlich noch mal neben Geschmack natürlich noch mal eine schöne Farbe. Jetzt haben wir schon eine super dunkle Farbe da. So, dann gebe ich meinen Sternanis mit rein. Rosmarin. Hier so ein paar Zweige Thymian. Was wir natürlich trotzdem gleich noch machen sollten, ein kleines bisschen würzen. Hier jetzt wirklich nur minimal, denn wir kochen das nachher noch ein kleines bisschen ein, also macht es nicht zu salzig. Also ein bisschen Salz, einfach ein kleines bisschen Pfeffer dran. Nur, dass es ein bisschen eine Grundwürze hat. So, ich habe jetzt meine Soße eine halbe Stunde köcheln lassen. Hat eine großartige Farbe bekommen. So, die geben wir jetzt durch ein Sieb. Wir hätten jetzt zwei Möglichkeiten im Prinzip. Ihr könnt die Soße mit dem Gemüse pürieren. Dann habt ihr sie auch gleich angedickt. Ich mache jetzt aber eher hier die Restaurant-Variante. Und zwar siebe ich das Gemüse raus und binde sie dann noch ein bisschen ab. Denn so bekomme ich einfach tatsächlich eine schönere Soße von der Konsistenz her. Das Gemüse könnt ihr natürlich wunderbar trotzdem als Beilage servieren. So, die Soße ist jetzt natürlich noch zu dünn. Die müssen wir ein kleines bisschen abbinden. Dafür habe ich mir hier ein bisschen Stärke einfach in kaltem Wasser angerührt. So, wenn das Ganze kocht, dann binden wir das vorsichtig ab. Wirklich nur nach und nach die Stärke zugeben und dann erstmal kochen, damit ihr euch nachher keinen Soßenpudding kocht. Und wichtig bei Stärke ist immer, kocht es für ein paar Minuten Minimum, damit der Stärkegeschmack auch rausgeht und die volle Bindung erreicht wird. Der Nachteil, den Stärke hat beim Binden, ist, wenn ihr die Soße am nächsten Tag verwendet, wird sie auf jeden Fall ein bisschen Bindung verlieren und ihr müsst sie nochmal nachbinden, aber das ist bei Stärke ganz normal. So, das ist meine fertige Soße. Hat eine wunderbare Konsistenz. Sieht wunderschön aus, hat eine ganz tolle Farbe bekommen. Jetzt probieren wir das Ganze mal. Unglaublich gut, also wirklich fantastisch. Da habe ich schon wirklich viele, viele Bratensoßen gegessen, klassische, die deutlich schlechter sind als das. Und der Sternanis macht ihn wirklich rein, außer ihr mögt ihn überhaupt nicht. Denn der gibt dem Ganzen wirklich eine Tiefe und so eine spezielle Note. Also ich könnte jetzt tatsächlich einfach hier die ganze Soße in mich reinlöffeln. Richtig, richtig gut. Wirklich bombastisch, die Soße. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Rezepte in dieser Richtung sehen wollt, schaut euch auch meine Playlist an, vegetarische, vegane Rezepte. Und ganz besonders meinen Veggie-Burger. Der ist wirklich, wirklich, und ich übertreibe nicht, großartig. So, ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst, abonniert meinen Kanal, wenn ihr neu bei mir seid, und schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare und natürlich auch eure Rezeptwünsche. Ich sage viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.